liebe YouTube-Community und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder ein Rezeptvideo für euch und selbstverständlich ist dieses Rezept frei von tierischen Produkten. Es ist gesund, lecker und vor allem passend zur aktuellen Jahreszeit. Was ihr dazu braucht, das seht ihr gleich hier. Zum einen natürlich mal Kürbis, den habe ich jetzt hier schon in große Stücke geschnitten. Dann braucht ihr entweder Sojasahne oder richtig schön dickflüssige Kokosmilch. Ihr braucht Kokosöl, ihr braucht eine Zwiebel und Knoblauch, wenn ihr das mögt. Und meine Empfehlung, ganz schön viel Ingwer. Und was auch super lecker ist, Chiasamen. Chiasamen sind extrem vielseitig einsetzbar. Sie sind ein Superfood und reich an wichtigen Fettsäuren. Ich verwende die im Porridge, zum Backen in Muffins oder jetzt eben auch hier in einer Kürbissuppe. Ja, als erstes muss ich gleich sagen, dass ich natürlich das Privileg habe und so ein Küchengerät habe. Ich verwende gar keine normalen Pfannen mehr, also lasst euch davon nicht irritieren. Das, was ich jetzt hier mache, ist ganz normales Zwiebel- und Knoblauch kleinhacken. Das kann man natürlich auch von Hand machen. Mir macht es dieses Gerät. Anschließend gebe ich Kokosfett dazu und brate das dann zusammen an. Währenddem ich das anbrate, nutze ich die Zeit und schneide schon mal den Ingwer klein, den ich nachher mit dem Kürbis zusammen in 500 ml Wasser mit etwas Gemüsebrühe koche. Als nächstes nehme ich mir in meinem Maßbecher 500 ml Wasser, gebe da ein bisschen Gemüsebrühe hinzu und dann gieße ich das zur Zwiebel und Knoblauch im Kokosöl hinzu. Nun lasse ich darin den Ingwer und den Kürbis ungefähr 10 Minuten lang kochen. So überprüfe ich, ob der Kürbis schon weich genug ist. Ich steche einfach mit dem Messer rein und wenn er abrutscht, dann ist er gut. Nun kann ich alles direkt in diesem Gerät hier klein hacken oder ihr könnt einfach einen Pürierstab nehmen und direkt in eurem Kochtopf alles pürieren. Um das Ganze noch etwas zu verfeinern, gebe ich einen großen Schluck Sojasahne hinzu. Ihr könntet auch dickflüssige Kokosmilch nehmen. Und zusätzlich gebe ich da noch etwa 2 bis 3 Esslöffel Chiasamen hinzu und würze noch ein bisschen mit Salz, Pfeffer, ein bisschen scharfen Paprika und Muskatnuss nach. So meine Lieben, das war's bereits. Ihr habt gesehen, super wenig Zutaten, geht super schnell, mega easy, mega lecker. Wenn ihr dieses Rezept gerne hättet und außerdem noch viele andere weitere tolle Rezepte, dann schaut euch unbedingt die Infobox unter diesem Video an. Da findet ihr den Link zu meiner Lifestyle-Plattform mit meinen Trainings, mit meinen Rezepten und allem drum und dran zu meinem Lifestyle. Und dieses Kürbissuppenrezept nochmal mit allen Zutaten habe ich euch auch direkt hingeschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, eine gute und bis im nächsten Video.